From Dusk Till Dawn 3 ist, finde ich, der cinematografische Gegenbeweis dafür, dass die Leute meinen, es ist unmöglich, dass ein Film schlechter sein kann als From Dusk Till Dawn Teil 2. Über weite Strecken hat der Film gar nichts mit From Dusk Till Dawn zu tun und verliert den Zuschauer dafür in einer langweiligen, uninteressanten Wild-West-Geschichte. Am Ende allerdings hält er sich dann noch viel näher ans Original als der zweite Teil und ist quasi tatsächlich ein direktes Prequel, weil er mehr oder weniger die Entstehungsgeschichte von Santanico Pandemonium beleuchtet, die ja dann im Original von Salma Hayek gespielt wird. Ob diese Backstory allerdings irgendjemanden interessiert, ist eine andere Frage, vor allem weil die Backstory grundsätzlich noch uninspirierter und langweiliger erzählt wird als in Texas Chainsaw The Beginning. Es gibt zwar in From Dusk Till Dawn 3 den ein oder anderen trashy, komischen Moment, der für Trash-Fans möglicherweise das Ansehen ansatzweise wert macht, aber trotzdem ist es ein komplett belangloser, uninteressanter Film, der, finde ich, während der zweite Teil noch für einen Trash-Videoabend zu gebrauchen war, eigentlich nicht einmal dafür durchgehend genug schlecht lustig ist. Es gibt nach wie vor weitaus schlechtere Filme, es gibt auch nach wie vor, finde ich, schlechtere Sequels zu Horrorfilm-Franchises, aber es gibt, glaube ich, trotzdem keinen Film, den man sich dermaßen sparen kann wie From Dusk Till Dawn 3, ohne ansatzweise irgendein Stück amerikanischen Horrorkult zu verpassen.